Okay. Die Ladung hat kein Schadensmodell an diesem rechten Teil. Wisst ihr was? Wir machen jetzt die Folge jetzt noch fertig. Habe ich jetzt gerade entschieden. Wir sind doch eh fast da. Ja, und damit wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play SnowRunner, der Off-Truck Simulator auf dem PC, Folge 539. Ist das ein Traum mit den Haaren? So, es geht weiter. Hier waren wir stehen geblieben, hier geht's weiter und wir müssen mal gucken, ob wir überhaupt rauskommen, ja, weil das ist irgendwie jetzt auch schon wieder so eine Belastung. Route haben wir ja schon gemacht, wir müssen den Industriekessel abholen von da. Okay, da brauchen wir auf alle Fälle, denke ich, auch wieder den... Stimmt, wir wollten den großen Kran besorgen. Den kann ich auch gleich schon aufladen. Das ist mir viel zu laut. So. Nee, so. Der Kran ist zwar scheiße, hatten wir ja schon gelernt. Aber irgendwie sind die heute wieder nicht so bequem. Wahrscheinlich ist irgendeine Einstellung falsch. Das ist mir egal. So. Das ist der letzte Auftrag. Ich habe mittlerweile mitbekommen, dass theoretisch die sechste Phase geleakt sein soll im November. Da wir schon Mitte, Ende Oktober haben. Ist das natürlich minimal belastend. Ah, Schadensmodell ist genauso belastend. Egal, weiterhin viel Spaß. Wir machen natürlich hier weiter und gucken mal. Das ist so eigentlich die Standardansicht immer gewesen, ne? Und Spin Tires. Mittlerweile kann man aber auch die normale Sicht spielen. Ohne Bedenken. Ich gehe jetzt mal von aus, dass man den braucht. Ich hoffe es jetzt auch mal, so ein bisschen, dass es jetzt richtig war, den Kran hier zu nehmen. Ist da was? Machen wir mal so, sind wir direkt da. Wobei, das könnte jetzt ein Problem werden. Weil der Kran ja so breit ist hier. Dass wir hier gar nicht durch... Ja doch, das müsste... Ach ja, es ging ja auch noch kaputt. Na dann. Ach du... Das ist dezent groß, würde ich sagen. Aber Tatsache, soll ich das einfach... Okay, es bewegt sich auch. Okay. Na gut. Wissen wir Bescheid. So, jetzt ist die Frage. Komme ich hier raus oder sieht das doof aus? Diese Container sehen durchaus so aus, als könnte ich die wegkicken. Will ich aber eigentlich nicht, also weil... Ja, also ich habe hier also wirklich eigentlich keine Chance rauszukommen.
Außer eben so. Ja, das wird aber hier nicht. Ja. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. Aber das ist schon irgendwie so eine richtige Belastung. Mich da durch, oder? Ja, und dich nehme ich doch glatt mit. Aber gerade auch besser, als ich dachte, ne? Muss dann auch nur irgendwie noch vorbeikommen. Das könnte noch mal ein bisschen was werden. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, sage ich mal. Jetzt komme ich hier natürlich schwer hin. Ist erstmal so, aber komm schon. Beweg dich doch mal. Es war doch schon fast alles perfekt. So. Okay. Schluss mit der Konzentration. Jetzt fahren wir. Und sehr passend eine Tankstelle auf unserem Weg. Punkt nimmt da mit. Sehr, sehr gut. Das Spiel weiß, was ich will. So. Alles mit einkalkuliert.
Okay. Und damit sollten wir den Auftrag jetzt beenden können mit dem Kraftstoff. Nur kurz hinfahren, um ihn zu holen. Den Kessel abliefern bei der Fabrik mit dem neuen Weg, den wir extra gebaut haben. Und dann geht's los. Festhängen. Kurz und schmerzlos will ich das in dieser Session auf jeden Fall durchziehen. Ich wollte eigentlich die Phase durchhauen, aber wenn wir jetzt doch nur noch wirklich ein paar Wochen haben, könnte es natürlich schon eng werden. Alleine weil wir noch Holztransport hier offen haben und so. Das dauert ja immer eine Weile, weil die wollen ja immer meistens zwei oder drei Stämme haben und man kann eben nur einen Stamm transportieren. Also Holzaufträge sind immer automatisch mit einem Haufen Arbeit verbunden. Und das stört schon so ein bisschen. Aber was willst du machen? Ja, nächste Folge ist auf jeden Fall durch. Ich müsste es nur noch aufladen. Das halt auch noch abladen. Glaube ich. Ich habe keine Ahnung, ob wir das noch abstellen müssen oder so. In dem Fall werde ich aber den Azov einfach zurückordern zur Werkstatt und von da ist jetzt auch nicht so weit zur Fabrik, gerade mit der neuen Direktroute da. Einmal nach rechts, zack, nach hinten über die Brücke, wieder zur Fabrik, fertig. Das ist ganz schön. Ich glaube, mit dem fahren wir aber den richtigen Weg. Ich glaube, ich habe sogar gesagt, dass wir die Schienen zurückfahren. Ich habe das schon alles mit eingerechnet. Also fahren wir hier. Ja, das war diese Route. Ist ja wunderbar. Ja, übrigens sehr schade. Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt. Wegen Crossplay und so. Wir sind bereits da angekommen, wo es heißt, dieses Spiel unterstützt PC-Crossplay. Ja. Also merkt euch, Freunde, der PC ist nicht mehr länger eine Plattform, sondern der PC selber benötigt jetzt schon Crossplay-Support, damit man zwischen den PC-Versionen miteinander zocken kann. Ja, das bedeutet die Version von Steam und von Epic. Ja, das ist das komplett gleiche Spiel auf der komplett gleichen Plattform, aber es ist natürlich nicht selbstverständlich, dass man dort miteinander zusammen zocken kann. Und das wurde integriert. Ja, weil ja, glaube ich, da auch die Steam-Version kam. Die kam ja auch erst ein Jahr später. Ich persönlich finde es ein Kindergarten. Aber naja, was juckt meine Meinung schon. Egal, so, da ist er. Ach du Kacke. Ja gut, der ist nicht so schwer, wie er aussieht in dem Spiel. Aber gut, sonst wäre das mit dem Transport, denke ich, auch mal ein bisschen schwierig. Wir hätten ihn noch einfach so transportieren können, aber machen wir es mal richtig.
ich will den Kran wiederherstellen. Nimmt der echt alle 5 Slots ein? Tatsache, 5 Slots. Ich fahr mal aus dem Weg hier mit dieser Schüssel. Mit dem Kleen hier. Ja, Kamera, ich danke dir. Von ganzem Herzen. Da habe ich gesagt, wir fahren die Straße. Ja, okay, ich habe gesagt, wir fahren die Straße. Na, dann fahren wir halt die Straße. Man kann hier jetzt zum Glück gut wenden. Also hoffe ich jetzt mal. Dagegen gefahren. In der Kamera könnten sie auch arbeiten. Boah, dann bin ich mal gespannt, wie der sich jetzt steuert. Sichttechnisch, sage ich mal ganz ehrlich, ist das auf jeden Fall schon mal eine Glanzleistung, ja. Boah, dadurch jetzt, na geil. Vielleicht doch lieber die Schienen genommen. Aber der Six regelt das schon. Mal kurz Grip finden hier und dann ist gut. Der Grip, er regelt alles. So, und das war's dann jetzt auch mit der Schwierigkeit. Der Rest ist nur noch Gefahre. Ja. Ja, guck mal. Da werden direkt einfache Stellen zu schwierigen auf einmal. Weil jetzt haben wir natürlich ganz schön was an der Angel, ne? Sowas gibt's doch nie in echt. Also, sowas gibt's doch nicht in echt, oder? Es wird doch niemals jemand so eine Route nehmen. Mit solch einer Ladung. Das ist zwar hier ein reales Szenario so, dass irgendeine Katastrophe und sowas alles war, aber sowas gibt's doch nicht in echt. Wie der hier rüberkommt. So. Was stört denn hier? Nix stört. Fahr. Bum, 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 bum. Bevor du stehst dann da oben drinnen, ne? Bist aber der König der Welt. Diese Ansicht so, zack. Kann leider nicht weiter nach oben gucken, aber so hier stehst du und dann hast du hier diese Aussicht. Ich Junge. Okay. Die Ladung hat kein Schadensmodell an diesem rechten Teil. Wisst ihr was? Wir machen jetzt die Folge jetzt noch fertig. Habe ich jetzt gerade entschieden. Wir sind doch eh fast da. Und wir lernen jetzt auch den neuen Weg kennen. Also jetzt benutzen wir ihn einmal richtig von Anfang bis Ende.
über die Brücke bis zur Fabrik ans Ziel. Da muss ich nur gucken, wie wir da dann hinkommen. Da muss man sich ja jetzt wieder reinfriemeln. Da habe ich ja wieder Bock drauf, Alter. Aber egal. Heute ist ja sowieso Zeit. Ist Samstag heute für mich. Folge kommt aber erst einige Tage später. Ich habe meinen Abbildplan gar nicht offen. Halt nicht. Normalerweise habe ich den immer offen. Komisch. Ich bin jetzt auch mal sehr gespannt, ob die Ruckler jetzt noch da sind. Ich habe meinen PC jetzt nämlich gestern neu aufgesetzt. Bin jetzt auch tatsächlich auf Windows 11 gewechselt bereits, ja. Woher viele sagen, warte lieber noch so ein bisschen, aber ich sag ganz ehrlich, wieso soll ich denn warten? Also ganz ehrlich, ich habe vor Monaten schon die Testversion verwendet, also nicht auf dem PC natürlich, sondern auf einer Testmaschine, die ich hier hatte. Selbst die lief schon sauber. Dann habe ich es vorletzte Woche auf meinen Laptop installiert. Also aufs erste Produktivsystem. Hatte da keine Probleme und jetzt dachte ich mir, ach weißt du was, dann machst du es jetzt auch auf deinem Hauptrechner. Beziehungsweise ist das mein Hauptrechner, das ist halt mein Gaming-PC so. Eigentlich ist mein Server mein Hauptrechner, aber ich benutze eigentlich meinen... Also der PC, wo alle meine drei Monitore angeschlossen sind, wo ich auch YouTube gucke und sowas, ist halt mein Gaming-PC. Und der PC, mit dem ich eben aufnehme und schneide, ist halt mein Server so, aber... Ja... Kann immer der... Kann man entscheiden, wie man will. Ich nutze beide PCs, also habe ich eigentlich keinen Haupt-PC, deswegen. Der eine funktioniert ohne den anderen eben nicht so. Ne? Aber ja, von der Wichtigkeit her wäre der Server dann quasi der Hauptrechner, weil da eben alle Daten drauf sind, weil das der Arbeitsserver ist. Der macht halt alles andere außer zocken. Und YouTube gucken und so. Guck mal, jetzt schon die Fabrik, 22 Minuten, also. Mal 2-3 Minuten, aber das hier abgeliefert, fertig ist. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich die Route gesetzt habe. Ich glaube, ich habe das nämlich alles schon eingeplant, aber... Ich glaube, ich wollte hinten rumfahren. Kann es sein? Oder wollte ich hier hin? Ah, nee, das wollte ich machen, wenn es soweit ist, ne? Ja. Theoretisch kann man hier durch. Das wäre natürlich das Geilste. Weil das Problem ist, wenn ich erstmal hier bin, dann kann ich von hier nicht hier rein. Müsste halt, also so könnte man halt ganz gut durchkommen. Da ist dann aber der Frachtcontainer im Weg. Und ich komme wieder nicht gut raus. Wenn ich hier fahre, dann kann ich probieren, so einfach gerade durchzukommen. Problem ist, der ist breiter. Und jetzt mache ich den Fehler meines Lebens, indem ich hier fahre. Glaub jetzt dran. Ich glaube nicht dran. Ah, wobei, nur mein Truck muss da hin. Also, es reicht doch. Okay, wir müssen ihn nur abladen. Dann haben wir es geschafft. Tatra-Fabrik betriebsbereit. Feuer, Stahl und der Geruch frischer Farbe. Diese Fabrik erhebt sich wie ein Phönix aus der Asche. Tolle Arbeit. Hoffentlich wird die erneute Fabrik etwas Gutes in dieser Region bewirken. Das Ganze gibt nochmal 1900 Erfahrung und 15900 Belohnung. Und damit haben wir alle Aufträge erledigt. Sehr gut. Sehr gut. Ja, das ist sehr gut. Da freue ich mich richtig. Das ist doch so schön einfach hier. Das ist echt geil.
So einfach komme ich hier wieder raus, na Mensch. Das heißt, wir fangen dann in der nächsten Folge erstmal mit den Aufgaben an. Ja, also wir machen damit jetzt weiter. Dann gucken wir einfach mal, was wir dann machen. Danke wieder fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.